Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 10.01.2016 und es ist jetzt 3.30 Uhr und ich habe aufgehört mit dem Vlog schneiden, ich muss ins Bett. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelabert. Ich muss sehr, sehr, sehr viel rausschneiden. Das wird definitiv zu lang und zu viel Gelaber. Aber es sind ein paar wichtige Sachen dabei, die ich erzählen wollte. Und ja, den Rest morgen früh. Ne, heute früh. Also bis später. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. So, ich setze mich jetzt ans Video. Und schneid noch mehr weg. Tag. Sehr gut. Alles schick. Mit Mone denke ich mal, schreibe ich nochmal. Ne? Alles klar. Gut. Jo. Alles klar, mach ich. Bis dann. Tschüss. Wie spät ist es eigentlich? Es ist jetzt 12.30 Uhr, jetzt muss ich mich beeilen. 14 Uhr muss ich anfangen, 13.20 Uhr spätestens los. Jetzt werde ich mich mal rasieren, weil es ist ja schon fast so lang wie mein Bart. Und wisst ihr, wann ich meine ganzen YouTube-Videos schaue oder die Kanäle schaue, die ich abonniert habe? Ich mag den Typen. Warum sollte sich nach 150 Vlogs irgendwas ändern? Ich bin spät dran, wie immer. Anyway, enough of that stuff. Ich habe mir nach dem Rasieren gar nicht den Kopf eingecremt. Macht die Haut mal so trocken und die Kopf voll komisch aus. Da habe ich natürlich auch nicht meine Creme hier, aber Hand- und Nagelcreme kann ja auch nicht schlechter sein, oder? Feierabend duschen und dann mich ans Video setzen und irgendwas wollte ich noch machen. Naja, auf jeden Fall danke für alle positiven Rückmeldungen zum Vlog 150 und generell zum Kanal und ach, hallo und herzlich willkommen an alle neuen Follower. Es ist cool. Ich freue mich riesig. Danke. Und guck mal mein... Das ist jetzt wahrscheinlich nicht zu sehen. Aber mein Bart hier, der dreht sich immer nach vorne und die Seite ist in Ordnung. Aber egal was ich mache, er dreht sich immer nach vorne und steht so ein Stück vor. Gut, ja, ich hüpfe jetzt erstmal unter die Dusche. So, der Kaffee ist fertig. Ich setze mich jetzt also ans Vlog. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht fällt es mir zu morgen wieder ein, ansonsten war es wohl nicht so wichtig. Ja, und nochmal an alle Follower, die jetzt schon ein wenig dabei sind, vielen Dank. Und an alle neuen Follower, herzlich willkommen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ja, mir fällt es nicht mehr ein. Okay, also dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Jens meinte letztens, dass ich dieses Jahr rein theoretisch dabei bleibe. Von 200, 300, 400 oder 500 Euro schaffe. Was sich wahnsinnig anhört.